Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video des 7 Deadly Sins Grand Cross. Ein Abonnent hat mich gefragt, ob ich mal erklären könnte, wie ich denn so viel Kampfklasse, so viel Stats mit den Charakteren bekomme. Dazu habe ich jetzt ein kleines Video geplant und zwar wir gucken uns zum Beispiel einfach mal hier diesen Escanor an. Wie ihr seht, hat er eine Basiskampfklasse von 52.353, 14.000 Angriff, 8.754 Verteidigung und 130.000 Leben. So, die setzen sich natürlich zum einen daraus hinweg, dass wir hier einmal die Ulti auf 6-6 haben. Das heißt, das erhöht uns hier die Kampfklasse immens. Müssten bei 6-6 von 1-6 auf 6-6 bestimmt 2.500-3.000 Punkte sein. Dann zum anderen haben wir natürlich die Ausrüstung. So, wir ziehen natürlich immer nur SSR-Ausrüstungsteile an, wenn wir später unsere Main-Charaktere haben. Wenn man natürlich am Anfang ist, weicht man auf R, U, C-Gegenstände aus auf der rechten Seite. Aber nichtsdestotrotz, später haben wir hier überall SSR-Gegenstände, die wir natürlich pushen. Da legen wir zum einen Wert drauf, natürlich, dass der Basiswert dieses Ausrüstungsgegenstandes auf dem möglichst maximalen Wert ist. Also ich gucke immer, dass er in den besten 90-95% hier der Wert ist. Also ich würde den frühestens ab 505, 510 überhaupt erst benutzen. Das geht man natürlich dann bei jedem der Stats durch, guckt, dass man hier überall relativ hohe Werte hat. Wie ihr seht, ich habe nirgendwo perfekte Werte, aber ich habe überall geguckt, dass die Werte einigermaßen stimmen. Als nächstes, um natürlich möglichst hohe Stats zu bekommen, achten wir natürlich darauf, dass wir unsere Stats von den beiden unteren Teilen und den beiden oberen Teilen, also sozusagen die Angriffsstats und die HP-Stats, die uns am meisten Kampfklasse bringen, dass wir die möglichst hoch rollen. In dem Fall sehen wir hier, ich habe überall 15% Rolls drauf. Ich gehe mit dem System dran. Ich rerolle so lange, bis ich hier einen Wert habe, der 2,5% beträgt oder höher. Denn erst wenn ein Wert über 2,5% beträgt, meiner Meinung nach, lohnt es sich, hier dieser Hammer von Weisel zu benutzen, um den Gegenstand auf die 3% hochzubringen. Denn diese Gegenstände sind relativ selten. Das heißt, ja, ich benutze hier immer, ihr rollt so lange, bis ihr einen Wert auf 2,5 habt oder höher. Dann geht ihr zum nächsten Wert über, macht das, bis ihr alle Werte voll habt. Spart die ganze Zeit eure Hammer, wartet auf ein Event, das euch die Erfolgschancen auf 100% setzt. Ist immer ein Event, das kommt ab und zu für die Hämmer auf Weisel, dann kann das nicht fehlschlagen. Wenn ihr die Hämmer benutzt, können sozusagen die Werte nicht geringer werden, es können keine anderen Werte werden, das heißt, es kann nur fehlschlagen, es passiert nichts, oder der Wert geht um 0,1 bis teilweise 0,5%, je nachdem, ob ihr Erfolg oder Supererfolg habt. Ich glaube, einen Ultraerfolg hatte ich bis jetzt noch nie. Dürfte es aber auch geben, bestimmt. So, und dann guckt ihr natürlich, dass ihr das auf den zwei linken Teilen als erstes macht. Weil wenn wir uns hier angucken, wir haben hier 16.386. Hier haben wir nur die Hälfte an Werten. Das heißt, die linken Teile geben doppelt so viele Werte wie die rechten. Deswegen gucken wir natürlich, dass wir die linken Teile als erstes verarbeiten. Wenn wir dann hier 15% drauf haben und hier 15% und dann hier 15% und hier 15%, achten wir natürlich doch darauf, dass wenn wir möglichst viel Kampfklasse wollen, das heißt, wir nehmen nur die Charaktere, die wir auch wirklich häufig spielen oder gerade die Charaktere, die wir in PvP nutzen, denn die PvE-Sachen schafft man meistens auch mit geringeren Stats, aber in PvP kommt es meistens halt auch darauf an, wie viel Kampfklasse man hat, um auch als Erster anfangen zu dürfen. Es gibt natürlich auch Teams, die auch gut als Zweites funktionieren. Wenn man als Zweites anfängt, ist halt auch eine Glückssache, aber meistens will man ja ein möglichst starkes Team. Dann achten wir natürlich darauf, dass wir diese SSR-Gegenstände auf 5 Sterne plus 5 bringen und dann fangen wir an, diese Gegenstände auf UR zu upgraden. OR heißt in dem Fall, wenn wir hier ins Wirtshaus gehen, laufen dann hier zur Merlin, können wir hier
Gegenstände auf OR gravieren. Das heißt, wir können hier uns einen Helden auswählen, für wen wir das machen wollen. Zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, der Rieri, wählen die dann aus, gehen dann auf die Ausrüstung. Jetzt ist es immer ein bisschen Klickarbeit. Gucken dann sozusagen, hätten jetzt hier der Rieri der Reinheit, könnten damit jetzt ihr Gegenstand auf OR bringen. Ich denke mal, ich habe ihre Halskette auch noch nicht auf OR, oder habe ich das auf OR? Ja, da Kämpferin, Hawk Elisabeth, Wächterin, der Rieri der Reinheit. So, jetzt haben wir zum Beispiel der Rieri ausgewählt, achten dann natürlich darauf, dass wir den Gegenstand, den wir ausgesucht haben, der auch für genau diesen Charakter ist, das heißt, hier oben wird euch immer angezeigt, welcher Charakter dieses Ausrüstungsstück zurzeit anhat, dann drücken wir auf Auswählen. Jetzt sehen wir hier, wir brauchen 10 von diesen Ausrüstungsgravursteinen. Die können wir uns regelmäßig in der Trainingsgrotte erfahren. Brauchen einen Erweckungsstein Stufe 6, können dann hier sozusagen auf Gravieren klicken und bekommen dann diesen Gegenstand graviert. Dann bekommen wir die Hälfte der Basisstats, ich weiß nicht, ob es die Hälfte der Basisstats ist oder die Hälfte der Stats generell, als Bonus. Das heißt, auf der linken Seite bekommen wir wieder den doppelten Bonus wie auf der rechten Seite. Das heißt, wenn wir nicht genügend Ausrüstungsgravursteine haben, machen wir immer zuerst die linke Seite. Das können wir uns hier bei unserem Eskanor auch mal angucken. Hier sind es nämlich 4000 Lebenspunkte, die ihr maximal dazu bekommt. Bei mir sind es jetzt 3996. Das hängt halt ab von eurem Basiswert. Sind sogar 2/3, glaube ich. Und ja, und dann gucken wir auf der anderen Seite. Dort sind es dann maximal nur 2000 natürlich, weil es ja sozusagen die Hälfte. Hier haben wir dann auch wieder nur 2800 als Basiswert. Und so zieht sich das halt fort. Hier sind es bis zu 200, hier sind es bis zu 100, hier sind es bis zu 400 und hier bis zu 200. Dann machen wir das natürlich, bis wir unsere ganze Ausrüstung durch haben. Wenn ihr das so wie ich macht, ich spare mir zum Beispiel die 15% Rolls auf den Verteidigungsgegenständen, gucke nur, dass die zwischen 11 und 15% liegen, denn Verteidigungswerte geben am wenigsten. Hier hat nicht mal 11%, hier sind es sogar nur 10,6. Verteidigungsrolls bringen am wenigsten, natürlich seid ihr dann ein bisschen tankier, aber ich bin der Meinung, dass es im Großen und Ganzen nicht so dramatisch ist, wenn man dort nicht auf 15% Rolls geht. So, und dann haben wir das Thema sozusagen, wie wir unsere Kampfklasse mit natürlich dem Level, dann Super Awakening und der Ausrüstung pushen können. Dann können wir unsere Kampfklasse natürlich noch über den über die Cosmetics pushen. Wie ihr seht, ich habe hier 5 registrierte Ausrüstungen. 4 davon sind UR. Die habe ich natürlich dann dadurch, dass ich mir die Cosmetic-Upgrades regelmäßig in den Todesmatches auf Hölle farme, auf UR Max gemacht. Könnte mir jetzt hier demnächst noch den 5. Gegenstand holen. Der ist aber zurzeit leider nur in einem Paket verfügbar, und zwar hier für 26,99. Die will ich nicht ausgeben. Das heißt, dann hätte ich sozusagen die vollen 5 UR-Teile, was das Beste ist, was man haben kann. Und wenn ihr natürlich diese 5 Teile auf UR Max habt, gibt euch das schon mal einen gewissen Verteidigungsboost. Das heißt, hier bei den Outfits bekommt ihr am wenigsten Kampfklasse. Am meisten bekommt ihr hier bei den Deko-Gegenständen, die geben euch Life Points. Wenn wir uns hier nämlich jetzt mal ein SR-Teil angucken, würde das nur 530 Life Points bringen. Ein SR-Teil würde euch hingegen 930 Life Points bringen. Aber ein Teil auf UR Max sind schon 1650. Und das nicht nur einmal, sondern 1650 zweimal, 1650 dreimal und im Idealfall halt eben 5-mal. Das heißt, natürlich könnten wir jetzt hier hingehen, die SSR-Gegenstände auch auf UR und auf UR Max machen. Das Problem mit der Sache ist, wenn ihr einen UR-Gegenstand habt und wollt ihn auf UR Max machen, kostet euch das 30 Upgrade-Materialien von den Cosmetic-Upgrades. Wenn ihr einen Gegenstand von SSR erstmal auf UR bringen wollt, kostet euch das Ganze halt eben hier schon 60. Natürlich haben wir dann hier bei UR sind es dann schon 1410, steigt dann bei UR Max auf 1650. Das heißt, wir haben hier natürlich zwischen SSR und UR einen größeren Unterschied als zwischen UR und UR Max.
Nichtsdestotrotz braucht ihr dafür doppelt so viele Materialien, also empfehle ich euch, nur UR-Sachen auf UR-Max zu machen. SSR-Sachen auf UR-Max hochzumachen sind halt dann 90 Kosmetik-Upgrade-Materialien. Damit könntet ihr drei normale UR-Teile auf UR-Max machen, was sich meiner Meinung nach halt eben mehr lohnt. Das heißt, ihr guckt, dass ihr hier, wie ihr seht, eure UR-Teile oder eure Kosmetiks bei den Charakteren, die ihr am meisten nutzt, halt auch mal ab und zu reingeht und nicht nur zieht, sondern euch auch mal ein paar Cosmetics kauft. Zum Beispiel, ihr wisst, ihr spielt Lost Vale Medeiros ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ihr spielt euren blauen King zum Beispiel in fast jedem Team oder euren roten Gopher. Dann achtet darauf, dass ihr mit der Zeit hier UR-Teile für diese Charaktere bekommt, gerade bei Waffen und Deko-Gegenständen, weil die euch viel Kampfkasse geben und auch viel Lifepoints. Wie ihr seht, sind das hier jetzt bei meinem Escanor 6810 Lifepoints dazu. 16% mehr Heilungsrate und 12% mehr Regenerationsrate. Wenn wir uns jetzt einen Charakter angucken, der volle Full UR-Max Sachen anhätte, sind das hier 1050 Verteidigung mehr. Es sind 1050 Angriff mehr. Und es sind halt 8250 Leben mehr, die ihr dadurch habt. Und das ist natürlich eine Menge. Kampfklasse, wenn ihr das auf allen vier Charakteren im Idealfall habt, pusht das eure Kampfklasse halt ins Immense. Deswegen habe ich so hohe Werte auf meinen Charakteren. Was mir jetzt aber auch noch wichtig ist, ist nicht nur darauf einzugehen, wie der Charakter aufgebaut sein muss, sondern halt eben auch noch sich anzugucken, was die Subcharaktere bringen. Wir hätten jetzt hier zum Beispiel meinen Escanor mit 54.698 Kampfklasse und tun jetzt hier zum Beispiel, gucken uns das an, sehen, okay, im Idealfall habt ihr einen Subcharakter, der dieses assoziierte Zeichen zeigt für die kombinierte Ulti. Das heißt, das macht ihr einen ultimativen Angriff zu zweit, der noch mehr Schaden macht. Das heißt, das gibt euch nochmal gut Schaden dazu. Dann erhöht die Basiswerte des assoziierten Helden um 10% und erhöht die Basiswerte um 1% pro Level ultimativer Move. Spezialassoziationseffekt, Chance auf kritische Treffer 19,2% hoch und Kampfklasse plus 1000. Das heißt, im besten Fall habt ihr hier einen Charakter auf UR Max mit einer 6-6er Ulti und einem zusätzlichen URG an, den ihr sozusagen dort drauf packt. Wenn wir das Ganze nämlich jetzt machen, sehen wir, dass wir hier bei einer Kampfklasse von 60.123 rauskommen. Und das, obwohl diese Merlin jetzt in den Basisstats von sich selber, sie hat nämlich Basisstats von 48.039, ist sie der schwächste Charakter, den ich reinpacke. Nichtsdestotrotz bekommen wir am meisten Punkte dort raus. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel angucken würden, wir gucken uns hier einmal Merlin an, hat hier Basisstats 48.039. Und würden jetzt hier zum Beispiel den roten Gopher reinpacken, der hier Basisstats von 52.891 hat, also sozusagen viel höher. Seine Ult ist natürlich auch 6-6 und die Cosmetics haben wir uns eben gerade angeguckt. Wenn wir jetzt ihn hier reinpacken würden, sehen wir, dass zwei Werte schon mal sinken, einer steigt. Aber wir bekommen trotzdem nur bei 59.569 raus. Und das liegt einfach daran, dass wir, wenn wir uns jetzt hier diesen Zusatzwert dazu bekommen, also wir bekommen natürlich erhöht die Basiswerte des assoziierten Helden um 10%. Das heißt, wir hätten hier natürlich mehr von diesen 10% als von Merlin, weil ihre Kampfklasse halt einfach niedriger ist. Nichtsdestotrotz, okay, die Basiswerte pro ultimativer Move würden gleich bleiben. Spezialassoziationseffekt durchdringen plus 19,2%. Das heißt, dadurch bekommen wir natürlich mehr Schaden. Aber uns fehlt natürlich hier die 1000 Kampfklasse, die wir extra bekommen. Und uns fehlen die assoziierte ultimativer Move-Kombi. Das heißt, wir machen weniger Schaden mit unserer Ulti. Nichtsdestotrotz ist das trotzdem ein sehr guter Wert.
Und was wir jetzt natürlich auch nochmal machen können, wir können natürlich nochmal einen Charakter reinpacken. Wir nehmen jetzt an, ihr habt euren Escanor drinne und ihr habt Gopher nur 1,6, ihr habt Merlin nur 2,6 und habt auch keine Ausrüstung für die. Das kann ich euch mal zeigen mit... ich weiß nicht, auf welchem Level ihre Ulti ist. Ah, 4,6. Die andere hat auch eine Ulti von 4,6. Das sind natürlich jetzt schlechte Beispiele. Aber habt ihr natürlich jetzt assoziierte Helden, deren Ult-Level nicht 6,6 ist, rate ich euch davon ab, diese sozusagen in euer Team reinzupacken, weil ihr einfach diesen 1% Basiswert-Stat pro Ult nicht bekommt. Das heißt, euch fehlen am Schluss einfach tierisch viele Basiswerte, die euch dadurch verloren gehen. Ah, ich kann es euch mal zeigen. Also wir haben jetzt hier Gopher drinne, 59.569. Ich habe jetzt natürlich hier das perfekte Beispiel. 1,6er Gopher. Wir ziehen ihm die gleiche Rüstung an. Natürlich sind jetzt die Werte gesunken. Wir hatten jetzt eben 59.569, jetzt haben wir nur noch 57.990. Das heißt, die Ausrüstung hat jetzt schon mal so um die 1.600 Punkte ausgemacht. Packen wir jetzt aber diesen Gopher hier rein, der ja jetzt das UR-Gear anhat, kommen wir nur noch auf 57.170. Das heißt, wir haben noch weniger als der Gopher mit 6,6 ohne Ausrüstung. Das heißt, wir benutzen im Idealfall immer nur Charaktere, deren Ult-Level 6,6 sind. Ganz egal, ob die überhaupt hier so ein Zeichen dabei haben. Also ob sie irgendwas zusätzlich bringen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nämlich meinen Lost Vayne reinpacke, natürlich hat er auch UR-Gear an, seine Kosmetik sind gelevelt und seine Ulti ist 6,6. Setz den jetzt hier rein, komme ich wieder auf den Wert von 59.402. Und habe natürlich hier immens viel höhere Werte. Eben hatten wir hier 14,8, jetzt haben wir hier 16,1. Und das, obwohl keine Assoziation vorhanden ist, selbst die HP steigen hier um knapp 7000. Ja, das wollte ich euch einfach nur sagen. Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht und habe mir ausgerechnet von Escanor Space Stats. Wenn wir eine Perfect Merlin haben, sind das 9,9% an Werten, die wir zusätzlich bekommen. Bei dem roten Gopher sind das nur 8,9% und bei Lost Vayne sind es nur 8,6%. Das heißt, je nachdem, ob das ein assoziierter Held ist, der die Ulti mit verstärkt, ob das nur ein assoziierter Held ist, der irgendeinen Wert bringt, oder ob das halt eben ein Held ist, der gar keine Assoziation hat, macht nur einen minimalen Unterschied von 1,3% in dem Fall jetzt. Natürlich hätte die Merlin ein HP-Dev-Set, gelevelte UR-Cosmetics und sowas, wäre der Unterschied noch ein bisschen größer ausgefallen. Aber im Großen und Ganzen ist es, finde ich, am wichtigsten, wenn ihr Charaktere in den Sub-Slot reinpackt, die ihr möglichst hoch gepusht habt. Also am besten ein Super-Weight-Charakter, der 6,6 ist und am besten ein gutes Gear anhat. SSR 5 Sterne plus 5 mit ein paar guten Rolls reicht meistens. Im Idealfall habt ihr halt natürlich noch ein UR-Gear, das werden aber die wenigsten haben. Wie zum Beispiel hier, wir sehen meine Göttin Elisabeth hier. In dem Fall hat sie gerade keine Ausrüstung an. Tun wir hier mal ein Ausrüstungsset drauf. Sehen dann, sie hat als Basis hier 100... ich glaube, habe ich irgendein Essen drin? Nicht, dass das Video hier ein bisschen verfälscht ist. Gehen mal in irgendeinen Fight rein. Dürfte aber keine... kein Essen drin. Sehen dann hier, wir haben 179.000 HP mit ihr. 10.589 Leben und 13.614 Angriff. Das, obwohl wir gar keine Assoziation haben. Und zwar, wenn wir jetzt hier diese Derrieri nehmen, sie hätte eine Assoziation, würde ihr ein bisschen was bringen,
haben hier auch ein fast komplettes UR-Gear an. Mit soliden Rolls, die dürften ungefähr gleich wie bei Hauser sein. Hätten hier noch 340 Verteidigung, was wir plus bekommen würden. Das Problem ist, bei dieser Derrieri sehen wir schon, alle Werte sinken. Das Hauptproblem mit ihr ist halt eben, ich habe sie nur auf Ult Level 2,6. Das heißt, hier gehen uns wieder massig Stats flöten. Und das, obwohl sie super awakened ist und Hauser nicht, gehen uns hier einfach eine Menge Stats flöten. Im anderen Fall, hier haben wir zum Beispiel mal ein Beispiel, was ihr auch machen könnt. Mein Lost Vein Meliodas hat hier keinen assoziierten Helden, der sozusagen so viel Stats geben würde wie dieses 6-6 SR Ellie. Natürlich wäre in dem Fall hier ein Bahn oder ein Seltris mit 12% Lifepoint Diebstahl viel besser. Problem ist, keine dieser Ultis ist 6-6. Und egal, wen ich hier reinmache, ich würde Stats verlieren. Natürlich wäre in dem Fall die 12% Lifesteal für PvP besser. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das heißt, wenn ihr eure Teams bildet, sucht euch erstmal ein Team aus, mit dem ihr sozusagen auch in PvP kämpfen wollt, das ihr auf jeden Fall stark haben wollt. Das sind auf jeden Fall bei mir hier Charaktere gewesen, die sozusagen hier in meinem Main-Team sind, die ich unbedingt gelevelt haben wollte und deren Ulti ich 6-6 haben wollte. Ellies Ulti ist jetzt nur 5-6, also die wird demnächst irgendwann auch 6-6 werden. Dann macht ihr die natürlich erstmal Super Awakened auf 4 Sterne, levelt den ein Gear hoch, SSR 5 Sterne plus 5, möglichst maximale Base-Stats. Rerollt die Stats so, dass ihr möglichst hohe Stats auf Angriff und Leben habt. Verteidigungsrolls braucht ihr für Kampfklasse nicht unbedingt. Natürlich braucht ihr auch ein wenig Verteidigung, damit ihr nicht direkt umfallt. Wenn ihr das Ganze dann Super Awakened habt, UR-Gear anhabt und habt die Stats, die ihr wollt, fangt ihr an, euch Charaktere rauszusuchen, die ihr als Sub-Charaktere einsetzen wollt. In dem Fall hier zum Beispiel hat sich mein blauer King angeboten, den ich natürlich in PvP benutze, weil er dort super praktisch ist. Seine Ulti habe ich 6-6 gekauft, indem ich immer wieder darauf gewartet habe, dass er im Coinshop für 5 Coins drin ist, statt für 7. Habe so seine Ulti hochgemacht, konnte ihn dann sozusagen perfekt als assoziierten Helden für meinen Golfer benutzen. Dann die Ellie hier. Die 6-6 bei mir ist, war der einzigste Charakter, der 6-6 mit der grünen Ellie Hawk ist, der sozusagen bei Lost Vein reingepasst hat. Den habe ich dann einfach ein Gear angezogen, habe das schon mal hochgelevelt, habe das natürlich als HP Def Gear, glaube ich, gemacht. Ne, ich habe es, glaube ich, als Angriff Verteidigungsgear gemacht, um möglichst viel Angriff rauszuholen. Ein HP Def Gear würde natürlich noch ein bisschen mehr Stats bringen. Habe die Rolls so gemacht, dass sie einigermaßen passen. Wir können uns das Ganze ja mal anschauen. Die sind nicht unbedingt wirklich hoch. Die sind nämlich, glaube ich, nur bei knapp um die 10%. Das heißt, ihr braucht am Anfang auch nicht das perfekte Gear immer als Subgear. Hier 9, 2, 9, 9, 11, 5 und hier ist sogar noch ein Airtime mit 14, 4. Hab dann natürlich geguckt, mein Escanor, hier hat sich natürlich die grüne Merlin angeboten, die man auch oft in PvP benutzt, deren Ulti haben viele von euch auch 6-6, der ein UR-Gear geben sie super, super zu waken, lohnt sich also auch immer. Und natürlich als das UR-Gear rauskam, habe ich es natürlich gleich auch meinem Hauser gegeben, denn er war früher, wo das Update rauskam, noch in meinem Farming-Team, ist er auch heute noch beim Bücherfarm. Das heißt, hier hat sich dann angeboten, einfach den Hauser reinzupacken. Denn er hatte ein UR-Gear, seine Ult war 6-6, er war Stufe 80, Super Awakened habe ich ihn jetzt nicht. Das heißt, hier werden noch ein paar mehr Punkte drinne. Und so viel zum Thema, wie ihr denn eure Kampfklasse steigern könnt. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht. Ja, ich weiß, es ist viel durcheinander. Aber ja, so ist das nun mal. So kommt ihr an solche Werte, wie ich sie habe. Also natürlich, ihr müsst euren Charakter auf 80 machen. Ihr benutzt die Charaktere, die ihr natürlich in PvP benutzt. Den gibt ihr ein Super Awakening. Dann fangt ihr an, den ein vernünftiges Gear zu fahren. Macht es auf UR. Dann tut ihr natürlich die Cosmetics leveln. Die sind nämlich auch sehr wichtig. Und dann schaut ihr, dass ihr einen vernünftigen Sub-Charakter für jeden eurer Hauptspieler, die ihr benutzt, bekommt.
Und dann bekommt ihr auch so hohe Stats. Also natürlich gibt es viele Spieler, die höhere Stats haben. Aber ich denke mal, meine Stats sind an sich ganz gut. Und da würde ich sagen, soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein paar Leuten von euch helfen. Viele Leute werden natürlich von euch das Ganze hier schon wissen. Aber es gibt immer natürlich immer noch Leute, die später angefangen haben und denen das Thema noch immer nicht so ganz griffig ist. Ich hoffe, den Leuten konnte ich helfen. Ups, jetzt hätte ich fast mein Mikrofon umgehauen. Und dann soll es von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wie immer, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!